Und ein herzliches Willkommen allerseits in der nächsten Folge von Resident Evil Revelations. Auch wenn die Einschaltquoten bei hierbei nicht sonderlich groß sind. Bisher bei Resident Evil Revelations. Das ist der Theabis-Virus. Wir können damit ein Fünftel des Wassers der Erde infizieren. Verdammte Terroristen! Und jetzt wollen sie mit dem Virus noch einmal angreifen? Sie wollen alles über Terra Gritia wissen. Und sie wollen Rache. Raymond! Die Leiche, die du vorhin gesehen hast? Schicken Sie ein Team zum Balkon Mocky Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ich schicke Quint und Keith. Oh, ich hasse Schnee. Dann pack lieber deine warmen Schlüpfer ein. Ah, ihr müsst so viel wie möglich über Velcro herausfinden. Oh yeah, Velcro. Immer noch Episode 5. Gelüftete Geheimnisse. Ja. Terroristen in einem kaputten Zeitalter, in einem apokalyptischen Zeitalter, die Welt, ich sollte vielleicht was drücken, ist schon am Arsch, ja. Okay, ich weiß jetzt, was los ist. Der Chipschlüssel, den ihr gefunden habt, gehört vermutlich zum abgestürzten Frachter. Boss, haben Sie was von Jill und Parker gehört? Nein, noch nicht. Sie sind inzwischen draußen auf dem Meer. Aber wir haben ihre Spur verloren. Das klingt gar nicht gut. Sind die beiden denn okay? Ja, ich hoff's. Wir haben schon so lange keinen Kontakt mehr zu ihnen gehabt, dass ich mir langsam Sorgen mache. Sucht ein Terminal am Absturzort und findet alles über Veltros Pläne raus. Der Absturzort ist da drüben. Na los! Grinder, wäre es nicht toll, wenn wir den Schlüssel zu dieser ganzen Sache finden könnten? Ja, das wäre wirklich toll. Mal gucken, ob das wieder so ein kurzes Kapitel mit den beiden wird. Ziemlich hell für diese Uhrzeit. Deshalb heißt es wohl auch Mitternachtssonne. Ich frag mich, ob ich noch die ganze Munition hab. Ich wusste, dass sowas passieren würde. Nein, weil es Wölfe sind und ihre Schädel nicht platzen. Ich frag mich, ob ich noch die ganze Munition hab, die ich gefunden habe. Hey. Wo bist du? Digga. Ziel nicht gefunden. So eine Schande aber auch. Nein. Aber mir gefällt diese Munition. Mal gucken. Ich wechsle mal ein bisschen die Waffen durch. Rainer, ich überprüfe die Terminals. Viel Spaß mit denen. Quint, du kannst mich doch nicht hier allein lassen. Verdammter Computer-Nerd. So wie das aussieht, war das wohl die Grenze, bis zu der die angreifen. Jo, lauf halt alleine vor. Bis zu den ganzen komischen, unbekannten Zombies in ihrer Apokalypse. Na gut. Wenn du da hinten auseinandergefetzt gezogen wirst, dann ist das. Na los, Grinder, was machst du denn? Angst haben. Dich beschützen? Beruhig dich! Was ist denn los? Da war was! Mich hat was getroffen! Was? Da! Ich wurde geschlagen! Das war der unsichtbare Mann! Ich schwör's dir! Wirklich? Cool. Ein Hunter! Er ist verschwunden! Jetzt weiß ich, was auf den Bändern zu sehen war. Das war ein Geist, eine neue Hunterart. Danke für die Erklärung. Ich hab genug von dem Mist. Hunter förmlich. Wohin soll ich schießen, wenn ich nichts sehen kann? Schnicke! Immer in Bewegung bleiben wir, glaube ich, besser. Und schau! Bleiben noch? Keine Ahnung, man sieht sie ja nicht. Oh, das nervt echt. Aber man sieht ihre Fußspuren. Bam. Oh
Und noch einer weniger. Quint, wie viele noch? Ich habe keine Ahnung, ich sehe nichts. Wow, also die schießt echt. Das nervt total. Bams. Finde ich gut. Ah, das finde ich eher weniger gut. Immer voll auf die Rübe. Jetzt komm mal zurück, Dicker. Schön auf dem Boden. Schön auf dem... Aber eine schicke Idee. Muss ich wirklich gestehen. Das finde ich... Also, meine Zielkünste, mein Aim, ist nicht der allerbeste. Ich glaube, es sind keine mehr da. Gehen wir zum Terminal im Flugzeug, bevor noch mehr Monster kommen. Aber ich finde die Idee wirklich gut. Vor allen Dingen gut, dass man sie im Schnee bekämpfen. Ich sag jetzt einfach mal bekämpfen. Musste. Und man. Schick, schick, schick. Schick, schick, schick. Immer schön auf den Fußboden achten. Das war gar nicht so verkehrt. Da gibt es nichts. Aber in letzter Zeit lassen sich die Zombies nicht mehr mit dem... Mit... War das Genesis? Hieß das Ding Genesis? Untersuchen. Ja, natürlich, hilf mir nicht, bleib da stehen. Im Ernst. Chip-Schlüssel verwendet. Okay. Hier scheint alles zu funktionieren. Hey, Quint. Mach deinen Job. Bitte. Keine Gesprächsprotokolle. Ich versuch mal was anderes. Nur zu. Du bist gut mit Technik. Mit Frauen allerdings, naja. Grinder! Ja, was ist denn jetzt los? Wir müssen sofort das HQ kontaktieren. Das HQ? Hier ist O'Brien. Was? Hier ist Jackass. Ich habe die Koordinaten des Schiffes. Ich sende sie jetzt. Gute Arbeit. Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Sehr clever, wie du die Daten beschafft hast. Naja, ich hätte auch die Fahrzeit der letzten Route berechnen können, aber das hätte zu lange gedauert. Deswegen sagte ich ja, sehr clever. Du verstehst nicht, ich habe überhaupt nichts berechnet. Wir sind nicht die Einzigen, die dieses Schiff suchen. Moment, wovon redest du? Meinst du etwa, Veltro ist aus dem Versteck geflohen? Und jetzt suchen sie ihr eigenes Schiff? Genau das meine ich. Aber ich habe keine Ahnung, ob diese Informationen echt sind oder nicht. Na toll. Wir haben also keinen blassen Schimmer, mit dem wir es zu tun haben. Ganz genau. Und dieses Puzzleteil müssen wir unbedingt finden. Oh, hier, Chris. Yeah. Ich habe die Koordinaten. Das ist gar nicht so weit. Wir können schnell vor Ort sein. O'Brien sind unterwegs. Wieder ein kurzes, aber prägnantes Kapitel. 4 Minuten 47. Arrgh. 5-1, 5-2, 5-3, Gesamt. Speichern beendet, okay. Das hier ist der Autosave. Ja, man kann ja einfach mal... Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ihr kennt das ja mit dem Abspeichern. Gerade früher... Also... Das war, wirklich so. Mit den Speicherpunkten Final Fantasy 8 oder so. Ich speichere einmal ab. Ach, das hat bestimmt nicht gereicht. Ich habe so viel erreicht. Ich speichere noch ein zweites Mal ab. Und ein drittes Mal. Ja, so war das. Okay, 4 Minuten 47, statt insgesamt 6 Minuten, mache ich daraus eine kurze Folge. Gute Frage. Ich glaube, ich mache daraus eine ganz kurze Folge und nehme dann jetzt weiter auf. 6. Also Episode 6 am Stück. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis denne dann.